Wir gehen heute ins Tierheim. Und da gucken wir uns heute mal um und schauen mal, was zu uns passt. Drei Beine, ja. Aber das fanden wir so. Ja, aber besonders. Aber das stört Rosel auch nicht. Das sieht man gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben auf der Homepage das genau. Profil gesehen. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ein Monat ist es her. Unsere Ansage war, wir holen uns einen Bürohund. Wer mich auf Social Media verfolgt, weiß inzwischen schon, dass wir einen Hund haben. Wir sind direkt nach der Gamescom schnurstracks ins Tierheim und haben uns dann nochmal rumführen lassen, aber diesmal mehr entspannt, sind dann auch alleine losgezogen. Das erste Mal war das ja eher so fürs Video, wollten alles einmal sehen, aber waren nicht so auf der Suche nach einem Hund. Das haben wir da gemacht und gefunden haben wir einen sehr kleinen Racker, der die Scheißerei hatte, hoch 10, irgendwelche Parasiten und Durchfall und hast du nicht gesehen, denn der wurde in einer kleinen Box in einer Waldstrecke mitten in Berlin ausgesetzt. Und ein Radfahrer hat ihn gesehen, gefunden und ins Tierheim gebracht. Wir haben uns dann überlegt, puh, ein Welpe, schwierig. Ne? Welpe muss man erziehen, da braucht man viel Fürsorge. Gerade wenn zum Beispiel Tamina, die hat noch keinen Hund gehabt. Das ist eine andere Herausforderung. Wir haben dann eine Nacht drüber geschlafen und sind am nächsten Tag schnurstracks ins Tierheim, um uns den lieben Falco zu holen. Falco ist frei. Oh, Falco, bist du ein Raufbold, du? Und jetzt knuddeln. Knuddeln, Pio, und boxen, strampeln, ja. Nein, das war ja so toll. So hart ich Auto gefahren. Die haben sich verloren, passiert. Ja, das, meine Damen und Herren, ist Falco. Falco ist wahrscheinlich 2 bis 3 Monate alt. Er hat irgendwas von einem Dackel, also geht als Dackelmix durch, aber irgendwie in den letzten 2 Wochen oder 3, 4 Wochen, wir haben ihn ja schon ewig, ist er so krass gewachsen. Wir glauben, da ist auch noch irgendwie Labrador drin oder Pinscher oder hast du nicht gesehen. Und dass er ein bisschen größer wird. Ja, Falco ist natürlich unser Bürohund. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts weiteres als, er kommt immer mit zur Arbeit. Ab und zu bleibt er auch zu Hause bei Tamina, wenn Tamina Zeit und Lust hat. Aber generell hockt er mit uns hier im Büro, knabbert einen Knochen oder zwei, snackt einfach weg, dies, das, pipapo. Ja, er wurde hier wirklich sehr herzlich aufgenommen, mit offenen Armen. Fang mich, Junge, Alter. Er rasiert. Ja, mein Kleiner! Ja! Oh, Falco, ich bin hingefallen! Falco, hilf mir! Oh. Falco, Mann! Ja! Bitte ihn richtig weg! Alle Maste sind nass! Gib ihm richtig! Komm, mach ihn! Mach ihn tot! Komm, Junge! Komm! Ja, und wir haben schon in Tierheim gemerkt, dass er ein wirklich ruhiger Kerl ist. Der Falco ist ein ruhiger Kerl. Max! Max! Falco, sei ruhig! Ich muss schneiden! Was kann man noch sagen? Also, was uns direkt auffiel, ist, wie pflegeleicht Falco für einen Welpen doch war und ist. So, Falco, jetzt gibt's lecker Wasser hier. Ein paar Sekunden später. Oh nein, Falco. Nein, es muss hier. Falco. So. Oh Gott, da brauche ich noch. So. Oh, Falco, ich brauche das jetzt hier zum Saubermachen. Falco.
Nein. Falco, bitte gib das wieder. Falco, bitte gib das wieder her. Du musst es. Gib. Falco, es reicht. Falco, gib es wieder her. Falco, bitte. Falco, ich sag's nicht noch einmal. Gib das jetzt wieder her. Mann! Kann mir mal wer helfen? So eine Scheiße hier! It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Was? Aus! Nein! So eine Scheiße! Gib Des Weiteren, man merkt schon, Falco ist halt wirklich ein Hund. Ja, umarm mich. Falco ist halt wirklich ein Hund, mit dem kann man super toll spielen. Der kennt seine Grenzen, geht da nie drüber hinweg, ist alles immer im Rahmen. Und es macht super Spaß. Ja, Red, ich hab dir doch gesagt, das mit dem Zugang zu Epic, das klappt so. Keine Sorge, das ist einfach, die haben jetzt ein bisschen Stress, aber du bist super brand safe. Ich sag's dir, super, super, super brand safe. Nein! Fuck! Ich ruf mich zurück! Nein, ich zieh mich nicht! Nein! Du fällst nicht selber so dran! Das sind wichtige Papiere, Falco. Ich muss dich auf den Müll bringen. Komm, gib ihn wieder, jetzt nicht schon wieder hier. Nein! Ich bringe ihm meinen Müll. Wer hat mir die Hundescheiße im Müll getan? Oder war ich? Hast du ein Problem damit? Mach ich hier zu Hause mit der Katze, mach ich dann auch die Kacke im Biomüll. Ist doch scheißegal, Mann. Riecht doch kaum. Ja, Gassi gehen ist auch gar kein Problem. Er macht kaum in die Wohnung. Henning, hast du den Kackbeutel? Ich muss Gassi. Die habe ich hier, aber ich wollte eigentlich gerade mit dem gehen, weil heute ist doch mein Tag. Ja, wie dein Tag ist mein Hund. Ja, aber ich mach die Scheiße immer weg. Gib mir jetzt den Beutel. Gib mir die Leckerlis, Alter. Alter. Ja, ich bin jetzt dran, ich hab die Kacke weggemacht. Das ist mein Hund. Mein Hund. Und ich geh mit dem Gassi, wann ich will. Ich mach die Kacke von dir jeden Tag weg. Gib mir jetzt den Kackbeutel. Was willst du mit meiner Jacke? Glaubst du, es geht los? Nimm mir jetzt diesen Beutel. Mit dem Beutel. Inzwischen. Ja, Falco. Komm, Falco. Komm, Falco, was hast du da, Falco? Komm, Falco. Hey, was ist? Sie haben mir gar nichts zu sagen, okay? Ich bin hier der Chef, okay? Ich bin hier von... Scheißegal, hier sind Hunde verbunden! Falco, komm, wir gehen. Von Basti, ey. Falco. Ja, nee, Spaß beiseite, Freunde. Der Falco hat natürlich seine Ecken und Kanten, ist aber ja auch noch ein ganz junger. Der ist ja noch komplett in der Entwicklung, also alles in Ordnung. Der kann auch ganz lieb, ist auch ganz lieb. Jammert nie rum, wenn wir Öffi fahren. Was ist denn los? Nicht mehr Knochen? Hier oben, hier. Bei uns im Bettchen schlafen darf er noch nicht. Tamina blüht halt voll auf, ist einfach nur toll. Wir haben so viele Nachbarn, alle lieben ihn. Falco ist ein Shootingstar. Falco hat auch einen eigenen Instagram-Account. Einfach nur @Falco. Mehr nicht. Könnt ihr gerne ein Follow da lassen, ne? Ja, und zu guter Letzt, was auch natürlich noch erwähnenswert ist, das Tierheim. Ich dachte immer, jetzt mal abschließend, Tierheim, Problemfälle, Kampfhunde, Hunde, die abgegeben wurden, weil man überfordert war. Tatsächlich ist es aber so, dass im Tierheim auch viele Tiere abgegeben werden. Klar, diese gibt es. Es gibt die Problemfälle. Es gibt Tiere, die Schwierigkeiten haben, einfach nur aufgrund der Rasse. Aber es gab so viele Tiere, auch nicht nur Hunde, auch Katzen, Kaninchen. Ihr habt es alles gesehen, die total tolle Begleiter waren. Aber einfach nur aufgrund ganz verschiedenen Umständen im Tierheim gelandet sind. Falco zum Beispiel, super geiler Hund. Schaut ihn euch an. Kannst du ruhig mal rankommen, wie geil dieses Tier ist. Ne? Guck mal mit seinen Pfötchen, wie er so den Knochen hält. Das kriegt man ja im Tierheim.
Also Freunde, falls ihr euch einen Begleiter anschaffen wollt, sag ich mal, schaut ruhig mal bei euch im örtlichen Tierheim vorbei. Da wartet vielleicht die ein oder andere Überraschung auf euch. Das war's von uns. Wir verabschieden uns, Herr Falco. Bis zum nächsten Video. Na komm hier. Wie er nicht so sein, ne? Joa. Tschüss.